So, welcome back to Let's Play Gothic. Nom, 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 nom. Den Typ konnte ich... Wie war das mit meiner tollen Berechnung damals? 75 Schutz vor Waffen hat der, ja? Stärke 45. Ich brauche irgendeinen Knüppel. Ja, Zweihand bin ich aber ungeübt. Das heißt, es ist eigentlich bescheuert. Steinknüppel, Schaden 10. Ich mache 50, das reicht nicht. Wahrscheinlich brauche ich den auch gar nicht. Das ist aber jetzt irgendwie ein bisschen doof, dass hier alles voller Gegner ist, die auch noch so stark sind. Aber eigentlich brauche ich hier gar nicht hin. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, ich versuche einfach mal vorbei dran zu kommen. Oh, lauf! Junge! Hallo, Sie sind verbunden mit der Rote Nebel AG. Hier gibt es nichts zu sehen. Und ab und zu stürzt die Verbindung auch ab, so wie das Spiel eben. Ganz toll finde ich das. Ja, lass mich doch in Ruhe, du Bock. Keine Ahnung, nix kannst du. Ja, Junge, echt, ey. Lauf. Aha. Ui, das war knapp. Nee, oder? Wenn das jetzt wieder abstürzt, dann krieg ich einen Hals. Machen wir nicht schwach hier. Ha. Geht doch. Sowas Dummes. Also, ich könnte aber. Vorausgesetzt, hier ist kein Dämon drin. Könnte ich ja hier diverse Erzereien abgreifen, oder? Rechts? Nein. Rechts, links, links, rechts, rechts. Und rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Oh, holla die Waldfee. Allerdings. Das heißt, plötzlich habe ich genug Erz, um den ganzen Mist zu kaufen. Mal gucken. Hier gab es doch Tränke, ne? Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Auch das Gleiche? Also ich würde sagen, der Besuch hier hinten lohnt sich. Und der wichtigste Punkt ist, die haben das nicht rausgenommen aus dem Spiel. Das hätte ja sein können. Nö. Aber ich hätte denen auch zugetraut, dass sie irgendeinen Dämon hinplatzieren. Kann ich den Typ fetzen? Der würde ja schon mal saftige 1000 Erfahrungspunkte geben. Mit einem Feuerpfeil. Oh, geht richtig ab. Das finde ich gut. Ja, so. 900? Hä? Moment mal. Wieso habe ich plötzlich 900? Ich habe gerade eben 300 eingesammelt und ich habe drüben 200. Wieso habe ich jetzt 900? Ich hätte jetzt gedacht, dass ich sowas wie 600 habe. Aber 9? Abgefahren. Echt kranker Scheiß. Und ich gucke mal wieder auf die Karte, ob ich da irgendwas sehe. Ja, also da unten. Also wahrscheinlich da unten. Ich schätze mal, dass ich da in die Höhle rein muss. Aber ich muss... Schätzungen, ne? Und das hier oben brauche ich nicht versuchen. Aber. Yeah! Hey? Yeah? Da ist bestimmt irgendein Viech drin. Dann brauche ich das gar nicht versuchen, aber naja. Scavenger? Ah, das sieht richtig aus. Wenn sie hinten Scavenger in dem Gebiet sind. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Wenn hier hinten nämlich nur Scavenger drin sind, in so einem Gebiet, das macht keinen Sinn. Obwohl, Scavenger sind in dem Spiel auch stark genug, dass sie... Naja, als schwerere Gegner anzusehen sind. Das sind ganz schöne Klöpse da drüben. Ich werde jetzt mal den hier machen. Um mir bedenkenlos diese Orkblätter hereinzuzimmern. Hallo, jemand zu Hause? Nö. Wehe, hier ist ja jetzt nichts, ne? Klatscht.
Ja, super. Nur Mist. Und hier? Hä? Herr Winnetou ist verwirrt. Ja, super. Oder soll ich wirklich an den See laufen? Aber gegen die schwarzen Typen hier vorne, die Razors, glaube ich, was sind das? Da sehe ich, glaube ich, keine Sonne. Da brauche ich gar nicht hin. Dann laufe ich mal draußen ran. Dann vorbei. Ihr seid doch kleine, gemeine Sausäcke seid ihr. Vielleicht können sie mich im Schwimmen nicht töten. Komm, lauf. Lauf, schwimmen. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Ist das dein Ernst, Ernst? Ist das da noch... Hallo. Oh, wie geht's dir so? Wirklich? Ich konnte den Typ... Ich habe Angst. Irgendwie. Was macht er da hinten? Hey, was geht denn hier ab? Was ist denn das? Autsch, autsch. Da oben war irgend so ein Lurker-Viech. Was ist denn das? Wo bin ich jetzt? Warum? Wer hat die Tür zugemacht? Wer lacht hier? Hat gelacht. Jetzt hat sich's ausgelacht. Das war irgend so ein Gedichtdingens. Da oben dieser komische Lurker. Der lurkt da so rum. Professor Dr. Lurker. Oh, was haben wir hier? Okay, also das ist die Schneise, der ich folgen soll. Mit schwebenden Tränken. Abgefahren. Macht unheimlich viel Sinn. Also schätze ich mal, dass die eigentlich ursprünglich sich gedacht haben, dass ich hier langlaufen soll. Toll. Das war scheiße. So. Wo bist du? Der hat da bestimmt irgendwas zu bedeuten. Aber warum hat er das auf eine Karte aufgeschrieben und wieso soll ich dem hinterherlaufen? Giftlurker. Aha. Ja, soll ich den killen oder was? Ich meine, ich probiere es jetzt einfach mal. Komm her, du Feudel. Aber irgendwie doof, dass man die ganze Zeit immer so am Rumrätseln ist. So, ja, ist das richtig, ist das falsch, ist das richtig, ist das falsch. Wow, extreme Kampfskills. Lurkerkralle? Eine Lurkerkralle vom Giftlurker. Tötet Geister. Spezialschaden 20, benötigte Stärke 20. Tötet Geister. Ja gut, das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass man das irgendwie braucht. Mehr ist er mir nicht schuldig. Das heißt, das Einzige, wo ich noch hin könnte jetzt danach, wäre zu Elric. Elric der Große oder so. Und dann würde ich einfach mal doch das Hundehorn kaufen und die Experimentalwaffe. Und ich töte jetzt eine Feuerfliege. Ja, komm her, komm her. Junge! Ich will nicht brennen. Nix. Das ist mir alles zu dumm. Deswegen laufe ich jetzt mal rum und trinke einen Trank. Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Also trinke ich den Trank. Ach, herrlich. Dum 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 Gab's hier unten irgendwas Wertvolles? Was ist das denn? Ja, aber wie aggressiv, ey. Hallo, hast du den Geist jetzt mal auf?
Ich habe nicht so viel Zeit, gleich geht mein Zeug alle. Es klatscht. Ja, komm. Ja, jetzt halt die Backen. Ja, jetzt ist es vorbei. Das war's. Toll. Für scheiß Eidechsen, ey. Rotzbelagender. Arschleckenfeuerwerk. Hab nur nicht getroffen. Nix hat davon eine Bedeutung. Eidechse. Eine Eidechse. Hat einen Eid geleistet, dass sie niemals wachsen wird über diese Größe hinaus. Oh, was ist das hier? Das sieht doch schon mal ganz interessant aus. Ja, gibt's sonst noch was Interessantes, was ich euch erzählen kann? Ich glaube nicht, weil so viel ist ja nicht passiert. Außer, dass ich immer tolle Pläne habe. Ganz tolle Pläne von wegen, ja, ich will das und das machen und das spielen und ja, und was mache ich? Ich mache eigentlich recht wenig. Haben die da auch irgendeine P-Deutung? Ne, Waran. Komm her, ihr Kobolde, ihr Giftzwerge. Das fände ich jetzt gerade extrem geil, wenn es Eiszwerge geben würde. Und auch noch Giftzwerge, das wäre ja wohl genial. Naja. So, gut, dann gehe ich jetzt zu... Nee, wie heißt der? Der Mann verkauft Hundesachen, da gehe ich jetzt hin. Und werde mir dann mal Hatho herbeibeschwören. Nee. Hüpf, lauf, renn. Und dann werde ich wahrscheinlich mal bei Elric gucken. Obwohl, wo hat denn Elric gesagt, wo ich ihn finden kann? Kann ich ihn überhaupt finden? So, komm du mal her, jetzt du Klappstuhl. Okay. Heftig. Hundehorn. Ruft einen Hund aus dem alten Lager bei. Hä? Ich habe das Horn und ich kann es nur einmal benutzen. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Und warum ist da drin Hasso, wenn hier draußen Hasso ist? Hä? Ich kaufe das doch nicht zweimal, ich glaube es hackt. Okay, das Viech folgt mir wohl jetzt. War das schon immer hier? Wahrscheinlich. Oh, er ist ein Albino, er ist ganz weiß. Als wäre jetzt, wenn die anderen Typis alle dafür jetzt wegrennen würden. So, oh nein, das Monster ist da. Tja, wo ist Elric? Elric, Elric. Feudel, wo bist du? Ah. Oh ja, ich brate mir jetzt einen Storch. Das braucht ihr nicht mit angucken. Moment. Ich hab gesagt, das braucht ihr nicht mit angucken. Obwohl. Jetzt diskutieren wir weiter. Halt, stopp! Ich glaube, ich weiß schon, was ich da hinmachen werde. Okay, wo ist Elric? Hallo. Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach dass du verschwindest. Das ist ja irgendwie nervig. Erstmal abwarten. Der da oben will Schutzgeld, der Trottel. Oh ja, ist schon gut. Wer sollte so schlau sein da draußen? Hä? Einen Brunnen hinzubauen. Ich muss gerade an Thief denken. Wer hat hier gerade sein Schwert gezogen? Achso, machst du was? Ja, Mann! Raus, Digga. Geht ab wie Schmitz Katze. Was ist denn jetzt passiert? Ich will dir jetzt den Hasso. Ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt euer. Ach komm, halt die Backen.
Rücken ist scheiße. Ich komme gerade nicht darauf klar. Wow, das kann ja nur gut werden. Hasso, es reicht. Hasso, aus! Pfui! Hör auf, unter Wasser zu laufen! Hallo. Hasso. Hallo. Du legst dich jetzt... Ich bin gerade leicht überfordert. Erstens mal lässt sich Hasso von irgendwelchen... Ja, schönes Wetter draußen. Ja, muss man sagen. Sonne scheint. Die Vögel picken. Es ist ein schöner Tag zum Gothic-Spielen und sich wundern, was hier los ist, ey. Wieso greift... Also Hasso greift die Eidechse an. Und alle Leute meinen plötzlich, oh mein Gott, er hat eine Eidechse angegriffen. Du Scheißhund, stirb! Und dann gehen sie los. Und dann lässt Hasso sich... Dann lässt Hasso sich von... Was ist das denn? Ach so, super. Dann lässt Hasso sich von Mole Rats angreifen und fast töten. Dabei geht der andere Hund noch drauf. Sehr stark. Und dann greift er völlig wild geworden alles an, was hier rumläuft. Und überlebt aber selber mit so wenig Energie, dass es wahrscheinlich noch 3 Energiepunkte sind. Ich find's gerade nur geil. Und dann läuft er noch darüber, läuft durchs Wasser. Alter, das ist ja mal gerade alles so durcheinander hier. Was hat er da drüben platt gemacht? War das eine Blutfliege oder was? Ach, scheiße. Er hat gar nichts gemacht. Oh, Hilfe, ey. Ob ich mal ins neue Lager laufe? Ach, nee, wer weiß, was da abgeht. Ich glaube, ich schwimme jetzt mit dem Strom. Ich mache jetzt einen auf toter Fisch. Und gehe jetzt nochmal runter zur... Ja, das klingt ganz gut. Zu der Küste da unten. Gehe zu dem Feudel, teste was für ihn. Und danach stehe ich im Regen, weil ich keine... Tue ich jetzt auch schon. Wo ist der Hund? Kommt der klar? Nö. Ah, wie... Achso. Wie geil ist es? Wie geil ist es denn, ey? Hauptsache, er macht Moskitos platt. Und diese Moskitos geben aber auch noch 70 Erfahrungspunkte wie eine große Blutfliege. Ist das geil oder ist das geil? Vor allen Dingen hast du gleich tot. Ich hatte gedacht, also ich hatte es so in Erinnerung, dass ich den immer wieder herbeirufen kann, wenn er tot ist. Aber das war wohl Blödsinn. Aha. Vor allen Dingen, das ist das Geilste. Was macht er denn jetzt? Soll ich es mir mit angucken? Eigentlich ja nicht. Ah, Junge! Du bist dumm wie dein Huhn! Jetzt muss ich doch Hasso wenigstens mal rächen. Das kann ja wohl nicht Warstein hier. Was soll das denn? Aber vorher ist er nicht auf die Idee gekommen, die anzugreifen. Wenn er aber erstmal im Kampfmodus ist, dann kriegt er auf einmal voll die Aggro. Und dann meinte er, er muss 3 Kilometer weit entfernt laufen und irgendwen angreifen. Super. Ich find's klasse. Achso, du bist tot. Super. Ach komm, ey. Ich komm nicht klar. Ich komm überhaupt nicht mehr klar hier. Ich nehme jetzt diese Seraphis da oben mit. Lauf. Dann schmeiß ich mir irgend noch sowas zu futtern ein.
ist mir jetzt egal. Und danach schmeiße ich mir irgendeinen Trank ein. Und dann kann das losgehen. Jetzt geht das los. Nun geht das ab hier. Ab durch die Mitte oder scharf dran vorbei. Bock. Bock, 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 bock. Ja, ja, halt die Backen. Du hast gar keine, ne? Halt den Schnabel. Was mich übrigens eben ans Vieh erinnert hatte, war... Alter, sind hier viele Viecher. Dass der dieser Trank so gedampft hatte, das fand ich lustig irgendwie. Das erinnert mich an diese Gaspfeile aus Thief. Aus Thief. Hier ist so viel Zeug, was man totkloppen könnte, dass man hier derbst viel Erfahrung kriegen würde. Oha. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier mal wieder einen Schnitt. Wir müssten ja auch gleich schon da sein. Wir müssten eigentlich wirklich gleich da sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal weiter. Sehen wir uns beim nächsten Mal weiter, richtig. Also, bis dann!